Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität, hier ist Tesla Markus, Markus Meilenschein. Wunderbar in eure erwartungsvollen Gesichter blicken zu dürfen. Nach dem letzten Video, das wurde ja wahnsinnig viel geklickt und herzlich willkommen alle neuen Abonnenten seit gestern. Es sind über 100 an der Zahl, die ja wahrscheinlich ganz erstaunt waren, dass ich jetzt hier meinen Tesla Model S verkaufen möchte, muss. Und ja, in diesem Video soll es ein bisschen um Aufklärungsarbeit gehen. Ja, wie geht's weiter mit Tesla Markus, mit dem Kanal, mit meinem Auto? Ich nehme euch mit auch bei der Konfiguration meines neuen Autos und gebe euch auch noch mal die Möglichkeit, Feedback zu geben. Erstmal oben in einer Abstimmung, welches Modell ich denn nun nehmen soll. Plus in den Kommentaren habt ihr jetzt die Möglichkeit, euren Senf dazu zu geben. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich nicht jeden Kommentar beantworten kann. Ich lese sie alle, vergebe Herzchen. Früher waren Herzchen für mich immer ein Zeichen, dass ich es gelesen habe. Also ihr könnt sicher sein, ich lese alle Kommentare und Herzchen vergebe ich dann bei besonders netten Kommentaren. So ist das. Aber ich mache noch ein Kommentarvideo, Kommentare kommentieren Video. Das soll über den VW ID gehen und ja überhaupt den Markt, den europäischen und den deutschen Markt im Speziellen, Österreich, Schweiz, ob wir überhaupt bereit sind hier in Deutschland, ja, in Mitteleuropa, auf die E-Autos. Das war ein sehr interessantes, auch kontroverses Video mit sehr vielen Kommentaren, ich meine fast 600. Und ich will die alle kommentieren. Das wollte ich jetzt am Samstag aufnehmen, dieses Video. Ja, alles Wahnsinn, was momentan ja so abgeht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe dieses Video schon zwei oder dreimal aufgenommen. Jetzt zuletzt mal ging, aber da habe ich es gleich gemerkt, hat die Speicherkarte aufgegeben. Da irgendwie hat die einen Fehler drin, die habe ich jetzt rausgenommen. Wahrscheinlich werde ich die auch entsorgen. Nicht, dass ich dann mal irgendwas aufnehme und es ist wichtig und es ist doch nicht aufgenommen. Das sind so die Kleinigkeiten, die man so hat als YouTuber, wenn man versucht, immer besser zu werden. Ich habe mir auch das Funkmikrofon angesteckt, weil das andere, das hier, das ist zu sehr gestört von dem Lüftergeräusch hier vom Aufnehmen des anderen Videos, was ich hier auf meinem Bildschirm laufen habe. So, steigen wir mal in Medias Res. Warum? Nein, was kaufe ich als nächstes? Also ja, ich will euch gleich mal nicht mehr lange auf die lange Folter spannen. Vielleicht haben Leute auch nur das Video geklickt, um diese Information zu bekommen und sind dann gleich wieder weg, weil sie was Besseres zu tun haben. Video geht ja mittlerweile auch schon wieder eine ganze Zeit. Ich bleibe bei Tesla. Ich habe heute über die Community-Einstellung euch gefragt, was denn mein neuestes Auto werden soll. Ich hatte euch auch im letzten Video gefragt, aber da habe ich die Auswertung noch nicht. Das habe ich verpasst, dass das ja dauert 3 Tage, bis mir das angezeigt wird. Ich nehme das jetzt mal, was ich jetzt von euch heute bekommen habe. Ihr denkt, dass mein nächstes Auto ein Tesla Model 3 ist. An zweiter Stelle war ein Tesla Model S und an dritter Stelle war ein anderes E-Auto. Vor Model X, gut, viele Leute wissen, dass ich kein Model X-Fan bin und das fünfte und letzter Platz ist das Wasserstoffauto. Ja, warum eigentlich? Keine Ahnung. Na gut, Model X aber habe ich viele Zuschriften von euch bekommen, die gesagt haben, Markus, der kauft sich bestimmt ein Model X, der muss jetzt da seinen Wohnanhänger ziehen oder so. Kann ich beruhigen, es wird kein Model X. Das Model 3 habe ich ja schon lange abbestellt, also die Reservierung gelöscht, habe ich euch auch mitgeteilt gehabt und das Model Y habe ich jetzt auch storniert. Ja, es bleiben nur noch Model S und Model X übrig. Und ja, Model 3 sagte ich gerade eben. Model 3 werde ich nicht nehmen. Liegt auch an der Tatsache, dass meine Frau jetzt einen Hyundai Kona Electric hat. Und wir sind letztes Wochenende mit dem viel rumgefahren in den Odenwald und nach Heilbronn und zurück und so. Wunderbares Auto, speziell auch für den Hund. Da sitzt er sehr bequem drin. Wir sitzen sehr bequem drin. Wir haben ein Schiebedach. Wunderbares Auto, würden wir niemals hergeben. Und das Model 3 wäre zu ähnlich. Und meine Frau wollte kein Model 3. Also. Für mich Model Y wäre super interessant gewesen. Leider kommt es erst in 2 Jahren. Vorher kommt das nicht. Bleiben Model S und ein anderes E-Auto. Ja, anderes E-Auto kann es nicht sein, weil es gibt keine anderen E-Autos. Der Porsche Taycan vielleicht, der jetzt kommt, aber ja, ist einfach mir alles zu unsicher. Ich brauche jetzt ein neues Model S. Ich kaufe immer alle 3 Jahre ein neues Geschäftsauto. Das ist jetzt wieder an der Zeit. Ich hätte das noch verlängern können natürlich mit allem. Und war auch vorbereitet dafür. Aber ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle, ich möchte jetzt an dieser Stelle ein Statement setzen für Tesla.
Und zwar, ihr habt auch viel mein Video geschaut über diesen Schrott-Tesla, den ich da vom armen Thomas da gefilmt habe. Es passieren Fehler bei jedem Hersteller. Es passiert bei Tesla viele Fehler. Momentan bei einer Firma, die sehr stark wächst, passieren viele Fehler. Weil Menschen, die was tun, machen Fehler, logisch. Ja. Menschen, die nichts tun, die machen keine Fehler. Deshalb ist jemand, der aktiv ist und möglichst viel umtreibt, die Fehlerquote höher. Ich weiß, dass sehr viele Leute unzufrieden sind. Ich weiß, dass sehr viele Leute zufrieden sind mit Tesla. Ja, muss man das mal zuerst sagen. Ich weiß auch, dass sehr viele Leute unzufrieden sind mit Tesla. Und ich sehe das als große Herausforderung für Tesla, gerade für das Tesla-Management auch, dass man diese Kunden, die jetzt unzufrieden sind, in zufriedene und ja, sehr zufriedene Kunden umwandelt. Da gibt es Techniken für. Ich habe davon früher viele, viele Ausbildungen gemacht. Ich weiß, wie das geht. Habe das mit meinen Kunden auch gemacht, habe auch eine sehr erfolgreiche Firma deshalb aufgebaut. Es gibt Möglichkeiten. Das, denke ich, habt Tesla drauf und hilft euch bei der Bewältigung der Probleme. Ja, also wichtig ist, ernst zu nehmen, die Leute und zuzuhören und auch zu agieren und dann abzuarbeiten und die Erwartungen dann zu übertreffen. Mal als kleiner Tipp. Gehen wir mal in die Bestellung meines neuen Model S. Warum warte ich nicht, bis das Refresh kommt vom Außen? Ich denke, das dauert noch eine Weile. Vielleicht kommt es auch schon dieses Jahr, aber ich denke, dass es dann auch wieder erst in den USA kommt, bevor es nach Europa kommt. Ich denke, dass das neue Model S nach außen wahrscheinlich ein bisschen protziger aussehen wird. Es wird einen CCS-Stecker haben, das hat das jetzt noch nicht. Protziger mag ich nicht unbedingt. Ich mag das Styling eigentlich nicht eigentlich, sondern ich mag das Styling so, wie es jetzt ist. Innen gefällt es mir so, wie es jetzt ist, auch mit dem zentralen Display und dem Dashboard-Display. Das nächste wird vielleicht ein Querdisplay haben und noch einen kleinen Monitor vorne oder vielleicht ein Head-Up-Display. Head-Up-Display mag ich gar nicht so. Mir gefällt das Model S so, wie es innen drin ist, auch. Ich brauche nicht mehr Ablageflächen, weil je mehr Ablageflächen ich habe, desto mehr unnützes Zeug habe ich dann auch da rumfahren. Habe ich jetzt auch schon bei einer Mittelkonsole. Es ist schrecklich, was da für Zustände sind da unten. Ja, und ich denke, dass es jetzt ausgereift ist, so wie es jetzt ist. Na klar, man kann ein Montagsauto erwischen, aber ich werde sicherlich da genau drauf gucken, wenn ich das übernehme und habe ja immer noch eine Woche Zeit für die Rückgabe. Wenn mir was nicht passt oder wenn irgendwie, das würde ich auch euch empfehlen. Gerade jemand hat mich wieder ein Model 3-Besitzer angeschrieben, da muss der Frontmotor ausgetauscht werden und so weiter. Also da würde ich vom Kauf zurücktreten, wenn es natürlich geht. Es ist immer umständlich, man muss sich dann ein Auto mieten, eventuell alles kosten, aber kann man auch mit Tesla drüber reden. Vielleicht können die auch einen Teil davon übernehmen. So, also ihr habt das Ergebnis, habe ich euch gezeigt. Wir gehen mal kurz rein. Ich brauche trotzdem noch eure Hilfe, weil ich bin noch am Zweifeln an vielen Punkten. Und ja, ich habe schon bestellt. Ich habe das auch eingeloggt. Ich bin über meinen Referral-Link da reingegangen, habe meine eigenen Referrals natürlich mir gut geschrieben. Das hat noch funktioniert vom 1.5. Sorry. Wenn man heute meinen Referral-Link drückt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe da schon abonniert, ich habe schon angerufen. Man hat mir gesagt, ja, Sie sehen das, da ist irgendein Problem und so. Kommt aber bei vielen Referrals vor, die schon älter sind. Wahrscheinlich ist das die Mischung von freie Kilometer mit Losen für diesen Roadster oder so. Oder dass jetzt schon ein Roadster bei mir gebucht ist als freier Roadster. Keine Ahnung, es liegt an irgendwas. Also, Sie haben mir gesagt, es wird bis Ende der Woche gelöst sein. Aber letzte Woche hat es noch funktioniert, also habe ich drauf gedrückt. Ich tue euch das mal kurz einspielen. Ich habe auf meinen Referral-Link gedrückt, 7500 Kilometer, frei superchargen und dann nochmal 7500 für den Referral-Geber. Also in dem Fall also 15.000, hoffe ich, dass es klappt. Und von da ab geht es dann weiter auf die Bestellseite und dann kann man durchbestellen. Das mache ich jetzt mal hier exemplarisch. Ich werde nicht finanzieren, ich werde auch nicht leasen. Beim Leasen wird man immer verarscht. Ich bezahle bar. Ein Grund, es geht über meine Firma. Ich würde mir privat würde ich mir so ein Auto niemals kaufen. Das würde ich auch noch mal gesagt haben. Ich bin auch unheimlich dankbar, dass ich mir als Firmeninhaber dem Mitarbeiter Markus Meinschein so ein Auto genehmigen darf, kann. Das ist selten und ich weiß das sehr zu schätzen.
sehe das nicht als selbstverständlich an und ich habe sehr großen Respekt dafür, dass ich die Möglichkeit habe und auch Dankbarkeit. Also ich will euch nicht hier das Gefühl geben, dass ich da so mit Geld um mich herumschmeiße oder so, sondern ich mache schon in diesem Fall schon wohl überlegte Sachen, auch wenn ich sehr viel Bauchgefühl natürlich, wie schon gesagt, im Spiel habe. Ja, das wollte ich nur mal kurz davor gesagt haben, nicht, dass hier so der Eindruck entsteht, ich mache ganz wilde Sachen. Nein, ich kaufe alle 3 Jahre ein neues Geschäftsauto, das habe ich schon immer gemacht, ist meine Philosophie, weil ich dann wenig Reparaturen habe, ich habe definierte Kosten, ich gebe ein gut funktionierendes Fahrzeug ab in den Gebrauchtwarenmarkt, da hat das Fahrzeug ein Second Life sozusagen und der nachfolgende Besitzer ist zufrieden und fährt damit weiter, der sich kein neues Auto leisten möchte und auch nicht diesen Wertverlust am Anfang haben möchte. Also jeder so, wie er möchte. Bei mir ist halt so, dass ich mir neue Autos kaufe. Ich zahle das in dem Fall bar. Das letzte hatte ich finanziert mit der Bank. Jetzt habe ich eine Situation in meiner Firma, dass ich das mir bar zahlen kann. Zusätzlich die Situation, dass ich von dem Euro auf dem Konto nicht so viel halte zurzeit. Deshalb ist besser, man investiert das in eine Sache, als das da so herumliegen zu haben, das Geld. Und rausnehmen wollte ich es auch nicht als Gewinn, sondern jawohl, das sollte eigentlich in der Firma bleiben. Das nur ganz am Rande. Für mich ist jetzt natürlich ein Vorteil, dass ich einen halben geldwerten Vorteil nur habe, wenn ich jetzt ein neues E-Auto kaufe. Gut, es könnte auch gebraucht sein, weiß ich gar nicht. Muss neu sein, glaube ich, oder? Ja, könnte man mal runterschreiben. Also ich versteuere jetzt die 1% im Monat, also 12% im Jahr vom Neuwagenpreis. Das sind dann, lassen wir mal im Monat 1000 Euro rechnen, muss ich versteuern mit meinem Grenzkostensatz. Der Grenzkostensatz ist immer 40% bei den Leuten. Also 400 Euro und das ist jetzt halbiert auf 200 Euro. Also 200 Euro netto, was ich jetzt mehr habe als Privatperson als vor der Bestellung. Das macht das Sinn? Ja. Gut, ich zahle bar, also meine Firma zahlt bar. Und lass uns mal kurz durchgehen. 84.080 Euro mit Auslieferungskosten. 81.500, gehen wir mal auf diese Seite, 81.500 in der Standardreichweite, 450 WLTP-Kilometer geschätzt, 250 Kilometer Höchstgeschwindigkeit, 4,2 Sekunden auf 100. Ist eigentlich genau die Leistungsdaten von meinem jetzigen Model 90D. Wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen wollte mit den ähnlichen Eigenschaften, wäre eigentlich das Auto das Vernünftige. Ja. Ist so. Und ich habe damals für mein Auto, weiß nicht, waren es 109.000 bezahlt, aber der Autopilot noch bei, ich will mal dazu den Autopilot, das ist jetzt autonomes Fahren, können wir es vergleichen. Ach komm, machen wir es gleich am Anfang mal hier rein. So, reden wir später nochmal drüber, dass man mal die Preise vergleichen kann. Jetzt hier 90.380 gegenüber 100, knapp 110, also es sind 20.000 Euro billiger, günstiger als mein Model S 90D, was ich vor 3 Jahren gekauft habe. Es kann damit aber autonom fahren. Habe ich eben reingeklickt. Es hat Premium Sound, es hat Kaltwetterpaket, das habe ich beides nicht. Hat aber leider kein Schiebedach mehr, okay. Und leider kein freies Supercharging mehr. So, das ist so ein bisschen die Nachteile von der Sache. Aber rein auf dem Papier, ja, 20.000 Euro günstiger. Also tolle Sache und eine gute Entwicklung, die Tesla hier geht. Wäre für mich das Vernunftsauto, ich sollte das eigentlich kaufen. Jetzt müsstet ihr aber wissen, warum fahre ich eigentlich Tesla? Ich bin jetzt nicht von der grünen Seite daran gekommen. Das Grün entwickelt sich erst, wenn man E-Auto fährt. Aber es ist nach wie vor für mich ein Auto. Ein Auto muss auch Spaß machen. Und ganz im Besonderen, Tesla macht Spaß zu fahren. Und deshalb bin ich auch zu Tesla gekommen. Ich habe Probefahrten gemacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht. So, gut. Und das Auto würde mir auch Spaß machen. Aber jetzt ist die Frage, ja, gehen wir mal ein Stück weiter. Maximale Reichweite. Auf einmal komme ich ein ganzes weites Stück weiter mit dem 100 Kilowattstunden Akkupack, der ja auch nahezu auch 100 Kilowattstunden hat. Mein 90er hat ja nur, glaube ich, 85 nutzbar, 85 Kilowattstunden. Jetzt der neue, also der vergleichbare zu meinem, beschleunigt schneller. Ein neuer Drivetrain ist drin. Ihr könnt mir mal reinschreiben, nein, machen wir später. Neuer Drivetrain ist drin, 250 Stundenkilometer. Weiter kommt er, weil er effizienter ist. 99.880 Euro. Ja, immer noch 10.000 Euro günstiger als mein jetziges Auto.
Das ist ein Riesenschritt und das wäre für mich so der normale Wachstumsschritt, wenn ich aufsteige ins nächste, ja, ins nächste Level. Der Mensch möchte sich immer weiterentwickeln. Und mir geht das so, weiß nicht, ob es euch so geht, mir geht es auch so immer, versuchen, wenn man es sich leisten kann, zu wachsen. Und ja, jetzt habe ich das Quatsch gesagt, aber ich lasse es jetzt drin. Ist so. Ja. Jetzt gibt es aber dieses unmoralische Angebot von Tesla. Ja? Mit diesem kostenlosen Ludicrous. Mensch, Tesla, was habt ihr da gemacht? Muss man natürlich Performance dann anklicken. Jetzt bin ich bei 107. Jetzt komme ich schon mit dem Performance so, komme ich in die Region von dem Auto, wie mein Auto damals gekostet hat. Immer noch günstiger, jetzt ohne Ludicrous. Und die Reichweite sinkt ein bisschen, fehlt ein bisschen Effizienz, ist das ein bisschen schwerer. Jetzt könnt ihr mir reinschreiben, ist bei dem Performance-Modell nach diesem Refit, ist da hinten ein neuer Motor drin auch oder ist es der alte? Vorne ist dann jetzt ein neuer, effizienter Motor drin, okay. Aber hinten, wie sieht das hinten aus? Schreibt mir mal in die Kommentare rein. Wird mir mal, ja, wäre wichtig zu wissen. Jetzt ist das Performance-Modell, was damals, waren die 150.000 Euro oder was? Und dann haben wir noch 20.000 Euro draufzahlen müssen, weil Ludicrous. Weil ich war mal in der Peak, waren wir mal bei 170.000 Euro. Das ist jetzt auf einmal weg alles. Also, und das Ludicrous ist kostenlos für die Alt-Tesla-Besitzer. Ja, ich kann das hier mal anklicken. Damit wird die Karre 2,6 Sekunden auf 100. Das ist gerade mal 6 Sekunden langsamer, 0,6 Sekunden langsamer als der Roadster. Das fährt man nicht. Braucht man das oder fährt man das? Nein. Ich bin sowieso kein Schnellfahrer, aber ich bin Schnellbeschleuniger. Das macht Spaß. Deshalb, nur dass es geht, macht es reizvoll. Auch wenn ich es nicht brauche, aber es geht, ja. Und es ist ein Statement, dieses Auto. Und für mich ist ein Statement, dieses Auto zu kaufen und sagen, okay, trotz aller Probleme, trotz aller, was man so hört in der Presse über Tesla, ich setze auf Tesla. Ich setze darauf, dass es weitergeht mit Tesla. Ich glaube an das Full Autonomy. Ich glaube an das Full Self-Driving. Ich glaube, dass Tesla komplett unterbewertet ist, weil es als Autofirma bewertet wird. Es ist ein Technologiekonzern mit Big Data, mit Full Self-Driving, mit einer Uber-Fantasie, ja, mit allem Möglichen. Ich habe auch Aktien nachgekauft, jetzt, wo sie so runtergegangen sind. Bitte nicht nachmachen, ist meine eigene Entscheidung. Das ist mein Statement. Ich würde gerne Ludicrous, ich nehme ihn wieder hier raus, weil ich bekomme ihn dann kostenlos eingebucht, wenn ich ihn nehme. Ja. Ja, machen wir so weiter. Jetzt, genau, das ist die Frage an euch. Ich mache das hier oben wieder rein. Welche soll ich nehmen? Standard, ich habe mit der ganzen Geschichte, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ja, Standardreichweite, maximale Reichweite oder Performance mit Ludicrous. Diese drei. Das würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Schreibt auch mal in die Kommentare rein. Bin ich total bescheuert und so, das kauft sich keine Sau oder Tesla geht pleite. Schreibt alles rein, was ihr wollt. Ich lese alles, ich werde aber nicht alles kommentieren, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Das ist echt schon wahnsinnig viel geworden in letzter Zeit. Aber ist auch gut. Ne? Jetzt gehen wir mal kurz weiter. Ich zeige euch mal, wie ich es gerne konfigurieren möchte. Lasst mal Ludicrous raus, weil das wird mir später kostenlos reingebucht. Gehen wir weiter. Also Farbe. Schwarz natürlich, kein Aufpreis. Würde ich nehmen, wenn ich folieren wollte. Jetzt habe ich ein Video gesehen vom Amerikaner, den Derek, glaube ich. Der hatte jetzt seinen weißen, oder was, ein schwarzer, egal, mit einer grünen Folie beschichtet gehabt. Reißt das alles runter. Aber ich sehe dann, da ist eine Folie wieder. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin kein Grüner, aber ich mag trotzdem nicht irgendwelche solche Plastiksachen da irgendwie so, ja, unnütz irgendwie, also in meinen Augen unnütz zu machen. Außerdem hat mir mein Sohn angeboten, Papa, wenn du ihn weiß nimmst, ich wachse dir dein Auto. Ich habe so ein besonderes Wachs und so, der wachst das dann drüber und poliert das und dann ist das ganz besonders unempfindlich. Deshalb werde ich keinen schwarzen nehmen und folieren, sondern ich werde eine Farbe jetzt aussuchen. Grau, ich hatte schon graue Autos, ich mag grau. Finde ich ein bisschen indifferent, aber wenn ich ein Model S sehe mit dieser Farbe, gefällt es mir auch. Ich würde, ja. Eine andere Farbe gefällt mir besser. Blau, auch blau, ja, wenn du es jetzt hier siehst, gefällt es mir nicht, aber wenn ich es in live sehe, gefällt mir blau auch sehr, sehr gut. Weiß, kommen wir gleich dazu, und rot hat meine Frau irgendwie nicht akzeptiert. Ich hatte mal einen roten Audi 80,
Da war gerade unsere Tochter geboren. Und dann hatten wir nochmal irgendwie so weinrote Autos, so Opel. Opel Astra war einer und Opel Omega war ein anderer. Rot wollen wir nicht mehr. Es wird ein weißes. Und die Felge habe ich gerade schon drin gehabt hier irgendwie. Mein Computer hat das noch reingebucht gehabt. Die Felge ist drin, schwarz. Früher musste man dann die 21er Zoll nehmen, wenn man eine schwarze Tesla-Felge wollte. Jetzt ist es mit der 19 abgefrühstückt. Würde mir gefallen, schwarze Felgen. Das Dach sieht sehr schwarz aus durch das Glas. Das Schiebedach fehlt, das wissen wir, ist leider so. Ein Wermutstropfen, ein großer. Allerdings auch nicht so, weil wir haben jetzt ein Schiebedach im Hyundai Kona. Und wenn wir dann privat fahren und so eine Spazierfahrt machen, sage ich mal so, oder jemanden besuchen gehen, dann haben wir das Schiebedach da offen und dann nehmen wir eh nicht den Tesla. Und der Tesla ist ja eh für weite Fahrten auf der Autobahn und da habe ich das Schiebedach zu. Also deshalb, ja, es geht. Ja, so wie er da ist, würde ich sagen. Okay. Innenansicht, komplett in Schwarz. Ich bin ein Freund vom Schwarz. Vor allem mit dem Glasdach ist alles hell drin. Braucht man nicht was Helleres. Würde mir gefallen. Hätte mir gefallen, wenn ich nicht das Bruchsaler Autotreffen gehabt hätte mit euch und mit mit anderen Autos, nicht nur Tesla, aber waren auch ein paar Tesla da, da ein paar Model 3, es waren ein paar mit weißem Interieur da, Model 3 und auch ein S Model S mit weißem Interieur. Wahnsinn, das hat mir gefallen. Also ich wage es, ich wage es und nehme weiß. Zumindest auch, ja, mir gefällt dieses Ahornblatt auch so, diese Leiste da, die Zierleiste, das Schwarz-Weiße. Gefällt mir auch gut. Ich hoffe nicht, dass es jetzt beim Performance dieses anderes Carbon wird oder so. Ja. Schauen wir mal. Beige wäre mal kurz eine Option gewesen. Vor allem, dass dieses Beige ist nicht ganz so gelblich wie das alte Beige. Es gefällt mir aber dieses Holz dann nicht so, das helle Holz. Wir bleiben bei Weiß. Autopilot habe ich vorhin schon eingebucht. Der ist jetzt voll dabei. Ist auch mit ein Mittengrund, weshalb ich auch das neue Model S bestelle. Meiner ist AP1, ich möchte AP2 haben. Ich gehe davon aus, dass die Kinderkrankheiten alle rausprogrammiert worden sind. Das neue Model S hat jetzt die neue Hardware drin von dem Computer und auch dem neuen Chip, den Grafikchip. Ich denke, das müsste funktionieren. Ich möchte von Anfang an mit dabei sein und das ausprobieren. Und ja, deshalb jetzt der Autopilot. AP2 oder 3 jetzt sogar, weiß nicht, wie man den nennt. Die Gefahr ist natürlich, dass jetzt doch trotzdem noch mal ein Refit kommt, dass das Innenraum doch in eine Richtung sich entwickelt, der mir gefällt, besser gefällt, oder auch das Außen. Ja, das ist die Kröte, die ich jetzt auch schlucken muss. Ja, das kann durchaus sein, dass es dieses Jahr passiert. Und mal sehen, was ich dann mache. Dann habe ich vielleicht viel Geld verloren, weil ich dann das Auto wieder verkaufe, das hier. Oder behalte es dann noch, warte, bis das Model S in der zweiten Generation ausgereifter ist. Weil am Anfang gibt es ja immer hier und da Passungenauigkeiten. Vielleicht kommt das aber auch erst in den USA und dauert noch eine Weile bis Europa. Wäre ja durchaus möglich. Deshalb, ja, es ist schon ein sehr verlockendes Angebot gerade von Tesla mit diesem freien Ludicrous-Mode. Schade für das Geld. Na gut. Ich darf noch meine Powerwall abrechnen, die ich dank euch bekommen habe. Da wurde mir eine Gutschrift gemacht oder wird mir eine Gutschrift gemacht werden. Was auch natürlich auch hilft bei dieser Entscheidung. Und ja. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr so haltet von meinen Ideen hier. Und natürlich will ich auch das richtig komplett auswerten, was ihr mir hier oben geklickt habt. Also welches ich nehmen soll, das Vernunftsauto. Das Reichweitenauto oder das Performanceauto. Ich kann immer noch alles ändern. Ich habe nächste Woche einen Termin in Stuttgart. Da ist so mein Point of No Return sozusagen für diese Bestellung. Bis dahin habe ich auch die Auswertung und werde sie euch nachreichen in dem nächsten Video. Und auch nochmal genau auflisten über Kosten und was ich einspare, wenn ich jetzt dieses Auto kaufe, trotzdem noch einspare und was nicht. Und ja. Das war es eigentlich. Dann schneide ich jetzt dann weiter die China-Videos. Als nächstes kommt der Messestand von BYD, der super interessant war. Wir haben Karaoke gesungen da in dem Auto. Und da gab es auch schöne Vorführungen von China-Rappern. Wahnsinn. Das ist alles in dem Video. Schön, dass ihr so lange mit dabei wart. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Wichtig ist, und wenn ihr das noch nicht schon gemacht habt, ja, wichtig ist, dass ihr die Glocke drückt, weil dann kriegt ihr eine E-Mail, wo dann auch das Thema des Videos steht. Das könnt ihr dann entweder anklicken oder nicht anklicken.
Dieser Kanal ist nicht nur E-Mobilität, es ist, erlebe deine mobile Zukunft 100% elektrisch. Geht um Erlebnis auch, es geht um mich, es geht um meinen Kopf, der sich auch dauernd irgendwie ändert. Das ist alles nicht konstant hier auf diesem Kanal. Ich zeige euch Sachen, die mich gerade beschäftigen. Ich zeige euch Aktien, Investments. Ich habe auch noch einen nächsten Termin mit einem anderen Investment-Profi geplant. Das wird im Juni kommen, denke ich mal, das Video. Mit einem sehr jungen Investment-Profi, grüße dich, Jonathan. Darf ich jetzt mal leaken hier an dieser Stelle? Und es kommen noch andere Videos zu ganz anderen Themen, die mich halt beschäftigen. Und ich weiß von vielen von euch, dass sie auch euch beschäftigen. Deshalb klickt die Glocke, damit ihr wisst, was das Thema ist in dem Video und braucht das dann nicht anklicken, wenn euch das nicht interessiert. Und ihr verpasst nichts. Und es bleibt weiterhin viel Spannendes auf diesem Kanal über E-Mobilität. Tesla Markus bleibt Tesla Markus, das ist die gute Nachricht. Ich werde weiterhin Tesla fahren und ich werde weiterhin Treffen machen. Wir werden den Roadster uns anschauen, wir werden Roadster fahren. Und wenn es dann doch nicht gelingt, dass wir alle treffen für den Roadster, dann haben wir immer noch das Model S Ludicrous, was ja ganz ähnliche Beschleunigungswerte hat wie der Roadster. Das zu dem Thema. Ja. Es gibt noch einen Roadtrip mit dem Model S, was ich jetzt habe. Ich plane nochmal nach Schweden zu fahren und nach Belgien. Allerdings dann nicht, wenn einer sagt, er möchte das Auto jetzt gleich haben, mit den Kilometern, dass er noch in der Garantie ist. Dann werde ich was anderes überlegen. Dann gibt es den nächsten Roadtrip mit dem weißen Model S. Macht's mal gut. War schön, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.